Sehr geehrter Herr Professor Dr. Wolfgang Hockenfels, sehr geehrter Pater Wolfgang Spindler, meine Damen und Herren, die Frage der Migration ist ein Thema so alt wie die Völker. Als die Geschichte Fortschritte machte, verstärkte sich dieses Problem. Von Gott eingeladen zu emigrieren, verließ Abraham mit seiner Frau und seiner ganzen Familie seine Heimat. Er besaß auch viel Bestand. Aber wir merken, dass Abraham der Wanderer wurde, ein Mann der Vermittlung und der Barmherzigkeit. Ab dem 4. Jahrhundert erlebte Europa bedeutende Völkerwanderungen wie barbarische Invasionen. Diese Wanderungsbewegungen Völker sind eine gegenwärtige Entwicklung günstig gewesen worden. Bei dieser wachsenden menschlichen Flutwelle boten die Eingeborenen das Evangelium an. Ab dem 9. Jahrhundert, mit der besten Kenntnis der Trans-Sahara-Straßen, der Entwicklung von Wissenschaft und Technik wie Seenavigation und Luftnavigation, der tieferen Entdeckung der Kontinente und ihrer zunehmend wettbewerbsfähigen Wirtschaft nahmen die Volkswanderungen eine globale Gesamtform an. Die ansässigen Völker Europas segelten nicht solch neue Gebiete, um ihren Wohlstand zu erweitern und Zwangsmigrationen zu verursachen, die bis heute noch bestehen bleiben. Sollten wir sie aufhalten? Können wir es aufhalten? Was ist zu tun, um sie zu stoppen? Ich werde drei Spuren folgen, um zu versuchen, das Problem zu klären. Ohne es vernichtenderweise lösen zu können, erste Spur, ferne und unmittelbare Aussaat Europa für alle. Zweite Spur, die Beteiligung der Armen an den Dividenden ihrer geraubten Ressourcen. Dritte Spur, für eine Afrika-Europa-Beziehung, die auf Glauben und Gemeinwohl basiert. Die ferne und unmittelbare Aussaat Europa für alle. Historisch waren die Afrikaner gezwungen, als Sklaven zuerst in die arabischen Länder mit dem Trans-Sahara-Sklavenhandel und dann nach Amerika mit dem transatlantischen Sklavenhandel zu wandern. Sicher waren die Völker Afrikas nicht friedliche Völker, die sich auf die Ruhe unter Baobab-Bäumen und Palaver-Bäumen stützen. Es bestanden mit Konstitution der verschiedenen Königreiche Konflikte von Einfluss und Interessen. Während der afrikanischen Populationen bereits von der Sahara und dem Hafen von Zanzibar, Tansania stark gefährdet wurden, wird die Begegnung mit den europäischen Entdeckern eine Ausbeutung in Afrika sein. Ihre fähigsten Kräfte werden in die Gefangenschaft gebracht. Mehr als 6 Millionen Afrikaner wurden von den Küstenkönigreichen gefangen, die mit den Engerken verbündet waren, und zwar mit der Entführung der Bevölkerung, aber auch der Adligen der konkurrierenden Königreiche, um sie zu schwächen und zu unterstützen und zu unterwerfen.
Auf die gleiche Weise wurde jede Person, die für das Königreich gefährlich war, anstatt inhaftiert oder getötet zu werden, einfach zu diesem lukrativen Exil ohne Rückkehr verdammt. So begann die Bestrafung der afrikanischen Elite. Es ist diese Elite, die trotz der Rituale des Vergessenheit, die sie vor ihrer Abreise in der Galeere gemacht haben, das religiöse Gedächtnis ihres Heimatlandes am Leben erhalten und es in Amerika aufrecht erhalten hat, zum Beispiel der Vaudou-Sauber und der Candomblé. Wenn die erzwungene Auswanderung von Afrikanern, Sklaverei, auf der Grundlage der sogenannten Kolonialethik als koloniales Recht betrachtet wurde, aus welchem Grund wird die freiwillige Auswanderung von Afrikanern abgelehnt? Recht und Gerechtigkeit gehören sie nicht demjenigen, der die Stärke besitzt. Mit der Kolonisation, in der es mit der Falsche eingeimpft wurde, Frankreich ist unser Mutterland und England ist unsere gemeinsame Krone. Nach Frankreich oder ins Vereinigte Königreich zu wandern, bedeutet es nicht nun ein natürliches, sich bewegendes Zuhause. Uns war es unter Sanktionsstrafe verboten, unsere Landsprachen in der Schule zu sprechen. Nur Französisch oder Englisch waren erlaubt. Diese beiden Sprachen bleiben bis heute unsere Amtssprachen. Was seit Jahrhunderten eingeprägt wurde, kann nicht über Nacht durch restriktive, zwingende Gesetze beseitigt werden. Wäre dies nicht der wahre Samen eines Europas für alle? Zur Unabhängigkeit Afrika wurde die Realität des Mutterlandes und der gemeinsamen Krone weiter gefestigt. So erklärte sich Frankreich zum Eigentümer des Unterbodenschätzes aller seiner früheren Kolonien und unsere Staaten waren gezwungen, dieses Diktat zu akzeptieren. Im Jahr 2011 hat die Elfenbeinküste von Präsident Laurent Gbagbo einen hohen Preis dafür gezahlt, weil er die Frankreich Afrika das Recht die Souveränität reste à Frankreich gegenüber Öl und anderen Vorkommen widerlegt hatte. Alle portugiesisch sprechenden Länder Afrikas mussten blutige Befreiungskriege führen, weil Portugal seine Kolonien, seine wichtigen Einkommensquellen nicht aufgeben wollte. Führt ein solcher westlicher Neokolonialismus nicht zu einer sofortigen Sicherheit im Mutterland? Heute gibt es eine clevere Organisation, eines Braindrain der afrikanischen Elite gegenüber den westlichen Ländern. Der Westen scheint von ausgewählter Einwanderung fasziniert zu sein. Das heißt, er bietet Visa-Einrichtungen für diejenigen an, die der westlichen Wirtschaft durch ihren finanziellen Reichtum einen Mehrwert bringen können oder durch ihre intellektuellen Fähigkeiten. So wandern in Benin alle besten Schüler mit Abitur leicht aus. Nur wenige kehren zurück, um ihrem Land zu dienen. Während die dritte Welt durch ihre Elite punktiert wird, fragt man sich, was soll aus jenen werden, die am wenigsten verdienen, die auswandern wollen?
Warum wird ein Europa für einige privilegierte Menschen der dritten Welt reserviert? Was passiert mit der Linken? Zweite Spur. Die Beteiligung der Armen an den Dividenden ihrer geraubten Ressourcen. Und wenn sich die Natur selbst verpflichtet, den Armen um den Preis der Blut des Armen gerecht zu werden. Unsere Länder, einschließlich unsere Bodenressourcen, werden ohne Respekt für Afrikaner und Ökologie zugunsten des exponentiellen Wohlergehens des Westens, einschließlich China, ausgebeutet und ausgeraubt. Olivier Herviaux spricht darüber als Mineralien des Todes und unterstreicht die gefährliche Ausbeutung von Gold auf den Philippinen und Uran im Niger. Wir leben in einem Paradies und wir machen eine Höhle. Die armen Opfer von Missbräuchen aller Art, die in einer Umgebung leben werden, die von wirtschaftlichen Interessen untergraben wird und denen ein Mindesteinkommen vorenthalten wird, suchen selbst, was ihnen im Westen ausgeraubt oder gewaltsam genommen wurde. Europa ist jährt ihr Kontinent durch Geschichte und Herz. Afrika und Europa sind seit den alten Ägyptern immer verbunden, von dem Alexandria der geistige Pol der griechischen Welt war. In jüngerer Zeit bedeutete der Sklavenhandel, die Kolonisierung und die verschiedenen Formen der Handelsökonomie, dass sich Afrika und Europa nicht länger als auch Länder bezeichnen können. Es ist daher so schwer, für die Afrikaner zu hören, zu Hause in Afrika zu bleiben, während Afrika von Erhobenen und dann von europäischen Siedlern unterdrückt und ausgebeutet wird. Ist es nun möglich, dass Afrika eine sozioökonomische und soziopolitische Partnerschaft hat, die sowohl ein geistiges als auch ein menschliches Ökosystem und seine natürliche Umwelt respektiert? Solange sich die Afrikaner durch Wirtschaftsformen angegriffen fühlen oder Opfer zu Hause sind, werden sie trotz des Mildes mehr, das sie gierig verschlingt, nach Europa vorrücken. Sie werden in die Metropole gerne, um den Dividenden des Reichtums aus Afrika in Europa gespeichert, teilzunehmen. In seinem Buch Der Triumph der Geier erkennt Joseph Stiglitz, dass der Weltkapitalismus Krisen produziert und er stellt die Frage auf, wessen Schuld? Leider ist niemand gleichzeitig schuldig, weil alle schuldig sind. Alles ist so dysfunktional, dass niemals eine definierbare und greifbare Schuldigkeit auftritt. Angesichts all dieser Mischung, wo Geier die Rechtskraft und das Gesetz hat, wagen einige Leute, ohne sie zu irren, über die Wirtschaft des Teufels zu sprechen. Es scheint, dass alles durch ein dichtes Netz des Autobahns des Bösen, sodass die Wohlwollenden selbst dazu getrieben werden, schlecht zu denken und schlecht zu handeln. Die aus der Krise hervorgehenden strategischen Verhaltensweisen wären nur einige Lüge, ein Diebstahl, ein Bruch der Verpflichtungen, die Ausbeutung der Schwächsten. Dritte Spur.
für eine Afrika-Europa-Beziehung, die auf Glauben und Gemeinwohl basierte. In diesem letzten Teil meiner Überlegung möchte ich auf der spirituellen und ethischen Ebene praktisch sein. Während es noch Zeit ist, muss Europa sich dringend seine christlichen Wurzeln besuchen werden. Denn die Völker, die zu ihm kommen, rücken weiter nach. Sie könnten nur vorübergehend aufgehalten werden. Nur der lebendige und kommunizierte Glauben könnte sie auf europäischem Territorium und in ihrem Herkunftsland effektiv erreichen. Der relativistische und atheistische Geist kann nur Trennungen verursachen und gegenseitige Konflikte und Hass fördern. René Girard sprach von unseren blutigen Ursprüngen. Er betonte, dass die fundamentale Verfolgung kein bloßer Unfall der menschlichen Wege ist und dass jedenfalls kollektive Tötungen wiederholt werden können. Und mit ihm glaube ich, dass die kollektive Gewalt auf den Sündenbock zu konzentrieren eine soziale Normalität wäre, nur dass dieser Sündenbock von nun an ganze Völker werden konnte, wenn wir nicht auf den Wurzeln des christlichen Glaubens leben. Das Prinzip des Gemeinwohls ist kein Relativismus. Es hat tiefe christliche Wurzeln, weil es die Gesellschaft auf ein Ziel konzentriert. Das Solidaritätsprinzip, das Subsidiaritätsprinzip, die Tugend der Gerechtigkeit, die universelle Bestimmung der Güter der Erde, der Respekt von der Schöpfung und der ökologische Sinn von Gemeinwohl bei, das Wohlergehen jedes Menschen bewahrt und aufrecht erhält. Reich oder arm, schwarz, gelb oder weiß, Sklave oder frei und so weiter. Diese Prinzipien, Werte und Tugenden sind in den Punkten verworben, die ich jetzt nennen möchte. Erster Punkt: Glaube ist der primäre spirituelle und ethische Ort der Begegnung mit den Völkern. Glaube schafft Vertrauen. Ohne Glauben, besonders den Glauben an Jesus Christus, wird Europa seinen vielen Versuchen erliegen. Ich bin skeptisch gegenüber dieser universellen Liebe, die die Person hervorhebt, indem sie Gott ausschließt. Trotz aller Attraktivität, universelle Liebe untergräbt alle sozialen Bemühungen, Migranten zu begegnen. Altruismus unterlässt auf beiden Seiten eine große spirituelle Leere. Zweiter Punkt. Migranten kommen tatsächlich auf wirtschaftlichen Gründen und wegen des materiellen Wohlstands. Aber denken wir, dass ihr Suche nach Glück durch materielles Überfluss abgeschreckt werden könnte? Sie müssen auch Menschen treffen, die einen kohärenten Glauben bekennen, leben und kommunizieren. Die christlichen Wurzeln Europas existieren tatsächlich und es ist Zeit, sie zu bezeugen. Wenn ein spirituelles Vakuum bleibt, werden die Immigranten versuchen, es mit ihren Überzeugungen, Sitten und Gebräuchen zu füllen, indem sie den religiösen Extremismus fördern. Die Kirche muss Existenzmittel anbieten, geistig und materiell, so auch Europa, wenn es seine Wurzeln nicht vergisst. Dritter Punkt: Europa sollte
hart daran arbeiten, in den Ländern Afrikas und der Dritten Welt ein System der sozioökonomischen, soziopolitischen, soziokulturellen Zusammenarbeit und Partnerschaft in großem Maßstab aufzubauen, das nicht auf relativistischen Kriterien beruht, noch weniger auf universelle Liebe, sondern auf dem christlichen Glauben und dem Gemeinwohl. Vierter Punkt. Papst Paul VI. Forderte eine Zivilisation der Liebe und betonte, diese Pflicht betrifft in erster Linie die meist Begünstigten. Er ist dringend erforderlich, dies sowohl in Europa als auch anderswo umzusetzen. Alle ethischen Vorschläge sollten zu wahrer sozialer Nächstenliebe führen. Aber die Globalisierung unter dem Vorstand der universellen Liebe erzeugt eine Zivilisation der Ausgrenzung mit ersten Konsequenzen, sogar Selbstmord. Fünfter Punkt. Schließlich betont Papst Franziskus in Evangelii Gaudium, dass heute der Glaube an die Zugehörigkeit zu einem unerträglichen Eifer und dann zu nutzlosen Bruderkonflikt führen kann. Er bittet besonders die Christen, aus der kommunikativen Liebe zu handeln, denn nur die Liebe motiviert und bewegt brüderliche, solidarische Beziehungen. Zum Schluss. Durch Kommunikationsmittel wissen die Völker Afrikas und anderswo jetzt Bescheid. Wahrscheinlich haben sie nicht die richtigen Worte, um es zu sagen, aber ihr Gewissen diktiert es. Es gibt Ungerechtigkeit, es gibt Misshandlungen, es gibt Ausbeutung und im Westen finden sie ihre Überlebenslösung. Nicht kann diese Bewegung außer der christlichen Nächstenliebe umkehren, die die Zivilisation der Liebe fördert. Diese Zivilisation der brüderlichen Dialog, die den Glauben anbietet und vorlebt und die im gerechten Austausch von Gütern und Dienstleistungen und in der Förderung der Lebensumstände jedes Volkes praktiziert wird. Es ist vergeblich, die Wanderungen der Völker verschieben zu wollen, wenn die Vermischung der Bevölkerung ist immer ein unendlicher Reichtum gewesen. Es geht aber darum, zu einem freien und zügigen rechtlich geregelten Kommen und Gehen der Völker ohne Angst von einer der zu gelangen. Aus diesem Grund muss sich Europa auf eine christliche Wurzel besinnen, um diese neue Begegnung zu beginnen. Es geht in dieser nicht nur um Afrika oder Europa. Das echte Problem sind diese schwer fassbaren Finanzmächte, jene unsichtbaren Mächte, die manipulieren und zum Chaos führen wollen. Schon im März 1916 warnte uns Pierre Teilhard de Chardin vor. Wir wünschen uns, dass wir daran zweifeln könnten, in der Hoffnung, dass Schmerz und Bosheit vorübergehende Bedingungen des Lebens sind, die Wissenschaft und Zivilisation eines Tages beseitigen werden. Lass uns real sein und den Mut haben, dem Leben zu begegnen. Je verfeinerter und komplizierter die Menschheit ist, desto größer werden die Chancen der Unordnung und ihre Schwere nimmt zu. Die Wahrheit über unsere Anstellung in dieser Welt ist, dass wir an das Kreuz gehangen sind. Vielen Dank.